Zweiter Lauf der Saison und so richtig losgehen soll es wohl erst jetzt, denn die Upgrades sollen jetzt greifen. Da bin ich schon mal gespannt, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2016. Großer Preis von Bahrain, zwei Plätze hinterm Teamkollegen. Nun ja, Platz 19 ist nicht das, was ich am Ende der Saison erreichen möchte, aber hey, gar nicht auf dem letzten Platz, da waren wir ja so lange in der letzten Saison, also es geht schon gewissermaßen besser voran. Und jetzt soll der Sauber auch mehr können. Bin wirklich mal gespannt. Also besser als letzte Saison. Da lief es zu Beginn auf schwer. Läuft jetzt schon mal auf Experte. Hey. Aber schauen wir einfach mal. Wir lassen uns davon mal nicht beirren und schauen, welche Reifen ich so mitnehme. Daran will ich heute mal wieder denken. Muss ja auch. Ausgewogen. Ja, zweimal die gelben will ich haben. Von daher ist es wieder schnell entschieden. Ich gucke gerne nochmal hier nach. Schaden kann es nicht. Die 15 Sekunden. Tja, geschenkt. Passt soweit alles, dann können wir loslegen. Schnell mal den neuen Wagen fahren. In T2 vor T2 merken wir dann erstmalig, oder sehen wir dann erstmalig, wo wir mit den anderen im Vergleich zu den anderen stehen. Der beeindruckende Bahrain International Circuit befindet sich nur 30 Kilometer von der Hauptstadt Manama entfernt, mitten in der Wüste. Willkommen beim großen Preis von Bahrain, wo gleich das Training beginnt. Natürlich liegt der Fokus hauptsächlich auf den Fahrern, aber es ist sehr wichtig, dass auch die Mechaniker alles hinbekommen, da schon der kleinste Fehler das Team und seine Fahrer ein gutes Rennresultat kosten können. Diese Typen sind so akribisch. Sie trainieren dauernd all ihre Abläufe und perfektionieren sie. Denk ja nicht, dass sie nicht genauso unter Druck stehen wie die Fahrer. Derzeit ist das ganze Team sehr angespannt. Unser Teamkollege war da mal im Fokus und ja, Massa ist wieder zurück. Was seit anderthalb Monaten ein offenes Geheimnis war, Bottas zu Mercedes, Wehrlein zu Sauber und Massa wieder bei Williams. Das ist jetzt wahr geworden. Nicht wirklich überraschend, aber ja, ich finde es schön. Vor allen Dingen eben für Massa. Ich mag ihn ja sehr. Grundlegend sympathisch und geradeaus und auch alles andere als schlecht. Bald vor dem Qualifying sollten wir unser Streckenakklimatisierungsprogramm abschließen. Das wird uns dabei helfen, komplizierte Stellen auf der Strecke ausfindig zu machen. Und da Williams ja schon mit einem Neuling, mit dem Herrn Stroll, reingeht in die Saison, ist Massa halt einfach ideal für Williams. Ich finde es zwar schade, weil ich fand den Abschied, also sein letztes Rennen in Brasilien, das fand ich sehr schön. Einfach die Szenerie, dass er da, gut, der Ausgang war jetzt nicht so toll, dass er abgeflogen ist vor der Boxengasse, aber wie er da durch die Boxengasse gelaufen ist und sich hat verabschieden lassen, wie er von der Bühne gegangen ist, von der Brasilienbühne. Es war toll, aber es geht weiter mit ihm. Ist etwas komisch, aber auch irgendwie schön. Naja, ich will erstmal, was will ich sagen? Erstmal, wir müssen aufs Wetter gucken, aber es sollte keinen Regen geben. Erst einmal laden, Bahrain. 6-3, ja. Das ist mein Setup. Kontrolliert und für gut empfunden. Laut Theorie. Wetter. Bewölkt zu Beginn von T1, den Rest schaue ich mal nicht an, dann wird es schon dunkel sein, ein Mond. Jedes Mal bewölkt und dann im Qualifying gar keine Wolke. Und im Rennen auch nicht. Also ist auf jeden Fall ein Rennen, was mir wettermäßig entgegenkommt. Strecke, also wenn ich an die erste Saison denke, das war einfach toll. Es war einfach toll hier zu fahren. Es hat so einen Spaß gemacht. Ich will nochmal kurz bei den Reifen gucken, jetzt wo noch alle frisch sind. Wir fahren gerade, wenn ich die hier auswähle, ja, Abstände mal wieder gleich. Eine Sekunde Unterschied zwischen Weiß und Rot. Gut. Und dann fahren wir aus. Bin mal gespannt, was Sauber zu leisten. Hol noch nicht alles aus dem Auto raus. Die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erstmal ein paar entspannte Runden. Bin mal gespannt, was Sauber zu leisten imstande ist. Also, neues Reglement. 2017, ja, aber die fahren mit den 2016er Motoren. Das ist schon eine arge Einschränkung. Da muss der Wagen eigentlich super duper mega gut sein. Oder Sauber entwickelt einfach entsprechend gut, aber die Vergangenheit, die Saison 2016, die war jetzt auch nicht so rosig. Man hat zwar am Ende den Platz vor Männer bekommen,
Ja, aber sehr spät und überhaupt lief das nicht alles rund. Müssen wir mal abwarten. Da kann man so viel spekulieren. Am Ende kann es ganz anders laufen. Die Vorzeichen stehen zwar nicht gut, aber mal abwarten. Jetzt sehe ich erstmal wieder zu, hier reinzukommen. Bahrain. Gar nicht so verkehrt die Strecke. Vor allem eben, wenn ich an den Fahrspaß aus der ersten Saison hier denke. Mit dem Trainingsprogramm, also da war ich ja vollkommen auf einer Welle. Das war schön und das war nicht schön. 325 Punkte sind angepeilt. Und der Wagen soll mehr können. Drei Upgrades greifen hier heute zum ersten Mal. Mal sehen. Müssen wir dann nach dem T1 mal schauen, wo wir laut Theorie stehen. Auf welcher Position mit unserem Team. Ich meine noch, es ist jetzt ein paar Tage her, das Australienrennen. Es dürfte Platz 5 sein, also eigentlich Punkte. Aber soweit nur die Theorie. Ist von Strecke zu Strecke unterschiedlich und dann haben wir eben auch noch ein Grundgerüst. Aber jetzt sehe ich erstmal zu, dass ich hier alles so schaffe, wie ich es gerne hätte. Nämlich bestens. Boah, zu weit außen da will ich nicht so lange auf dem Randstein herumfahren. Bisher alles lila. Wagen. Bock doch nicht so rum. Oh, grün. Also erstmal will ich gar kein Tor verpassen. Ist natürlich leichter gesagt als getan, aber bisher läuft es ganz gut, auch wenn es ziemlich störrig aussah. Reifen bleibt stehen, zu langsam deswegen auch noch. Ja, ja, das nehme ich mit. Oh, zu langsam. Okay, ich will alle Tore mitnehmen. Schon zweimal rot oben. Mist. Macht man extra noch so ein Geräusch und dann klappt es trotzdem nicht, ey. Jetzt aber genug hier. Nein, immer noch nicht. Das könnte locker lila werden. Die Streckenklimatisierung. Dafür habe ich jetzt aber hier zu viel verloren. Viel lila, aber auch viel rot leider dabei. Boah. Zu weit außen für meinen Geschmack. 35 Punkte fehlen. Kurve 9, Kurve 10, Kurve 11, Kurve 12, Kurve 13. Zu weit hin. Wagen auch leicht abgehoben. Mann. Okay, mir kommt die Hinterachse leicht rum. Also bisher wieder alles lila, aber jetzt kommt gleich mal die hängende Kurve. Wieder zu langsam. Also wenn ich noch schneller reinfahre, dann bleiben mir die Räder gänzlich stehen. So, hier bekomme ich jetzt mal was mit. Schön. Oh, viel zu weit hin. Auf jeden Fall annehmbarer als die letzte halt geblieben Runde. Also in den achten Gang komme ich hier ohne DS. Hier gibt es ja keinen DS auf der Ecke. Auf der Geraden vor der letzten Kurve. 345. Angepeilt 445 für Lina. Okay, das wird nichts.
Ja, bisher ist alles lila, aber das war erstmal der Anfang. So, jetzt wird es nämlich gleich wieder rot. War es bisher immer. Alles lila bisher, aber jetzt kommt's gleich. Ja, da habe ich jetzt bloß grün erreicht, aber ihr habt gesehen, was die Reifen gemacht haben. Ist für meinen Geschmack da zu schnell. Wie es von uns verlangt ist. Aber ja, ich bin von Runde zu Runde besser reingekommen. Wie man es ja auch erwarten kann und sollte. Der Rest alles lila, bisher noch. Aber die 445 sind schon mal eine Hausnummer. Zu langsam, oder? Das war jetzt zu langsam. Der letzte Satz hat's ausgemacht und es reicht dann noch für Lila. Okay. Also nach der ersten Runde hatte ich schon meine Bedenken, dass es was mit Lila wird. Die zweite Runde war schon besser, aber die dritte war dann doch zu gut. Komm, fahr vorbei. Wie war denn das nochmal? Kommt gerade was von hinten, er ist noch weit weg. Ich muss mir das lieber nochmal in der Box anschauen. Ja, wir kommen gleich rein. Die Bremsverteilung, die muss eher nach vorne dann. Also wie es beschrieben ist, da steht was von Vorderrad. Vorderrad? Mehr Prozente heißt mehr Prozente aufs Vorderrad. Ich fände es trotzdem einfach intuitiver, wenn die schreiben würden, Bremskraftverteilung. Und das eben mit nach vorne, nach hinten angeben. Kommt der schon? Nee, wo ist er denn? Ach, da hinten noch. Okay. Der guckt ja rum. Wahrscheinlich gerade auf der Outlap. Also bei Rhein wieder bei klarem Sonnenschein zu fahren, ist schön. Ich finde, das Nachtrennen ist ja echt schön anzuschauen. Aber zu viele Nachtrennen sind auch doof. Kennst du ja auch Australien oder Malaysia und wie sie alle heißen, alle Strecken. Eine Runde bei Nacht fahren lassen. Das ist halt einfach nichts mehr Besonderes. Deswegen fände ich die Idee, Russland als Nachtrennen auszutragen, auch ziemlich doof. Zweieinhalb Nachtrennen reichen schon mehr als aus. Mehr muss es nicht sein. Der mit seiner roten Nase, ey. Was macht der nur? Ist das ein Allergiker? Trinkt er einfach zu viel? Man lässt sich auf jeden Fall nichts anmerken. Ja, die hängende Linkskurve. Vor allem, ich bin ja jetzt schon mit der Bremskraftverteilung eher zu weit hinten, was ich gemerkt habe bei den langen Geraden. Wenn ich jetzt noch weiter nach vorne gehe, dann bleibt mir die Vorderreifen, also der vordere Linke, ja noch eher stehen. Ich schau mal das lieber hier nochmal an. Ich habe es einfach zu lange nicht mehr benutzt, deswegen lese ich es hier nochmal nach. Also. Alles klar, wir wollen im Laufe dieser Session zumindest für eine Reifenmischung ein Reifenabnutzungsprogramm abschließen. Wir holen dabei wichtige Informationen bezüglich Strategie und Entwicklung ein. Es wird den Aufwand also wert sein. Genau, Vorderrad. Bremskraftverteilung. Mehr Prozente aufs Vorderrad heißt nach vorne. Okay. Da will ich doch wieder die 62. Ah, stimmt. Man konnte ja bloß im Auto dann in zweier Schritten was verändern. Stimmt, das fällt mir auch gerade ein. Muss man bedenken. Ich habe jetzt nicht wirklich auf die Reifennutzung geschaut. Herr Zuckel, kommen Sie wieder her. 18%.
Gut. Dann nochmal kurz bei den Teamzielen vorbeigeschaut. Sauber runter und Spitzengeschwindigkeit. Reifenmanagement, das kommt noch schneller. Zweiter und dritter Sektor. Puh. Mal sehen. Na halt, ich will auch weiter. Und dann schauen wir uns gleich mal an, wie der Wagen so drauf ist. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Ricardo, Rosberg und Lewis Hamilton. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Es ist ja nur das freie Training. Ericsson ist da weiter vorne gelandet. Zwar hinter Arianto, aber vor Wehrlein. Und ich wieder ganz hinten dran, aber ich habe mich ja bloß auf die Streckenakklimatisierung eingeschossen. 1,3 Sekunden dafür, dass ich meines Erachtens sehr lax gefahren bin, ist im Grunde gar nichts. Gab's Vorfälle? Kein Ausfall? Keine Strafen? Das kommt ja vielleicht noch. Wir haben ja noch T2 und dann auch noch T3. Da kann noch so viel passieren und auch im Qualifying und im Rennen. Safety Car. Aber jetzt streichen wir erstmal Ressourcenpunkte ein. Mhm. Auf 10 beschränkt im T1. In T1. Okay, okay. Laptop. Ach stimmt, das Rivalenduell geht ja auch von vorne los, nachdem... Oh, bei uns steht es 1-1 mittlerweile. Nachdem Ericsson das in Australien für sich entschieden hat. Fortschrittsanzeige, neues Teil verfügbar. Luftwiderstand wurde verringert, das ist jetzt für uns. Andere haben nichts gemacht. So, und wir stehen, laut Theorie, laut Leistungsdatenblatt, auf der 5. Hinter Männer vor McLaren. Ja, wenn die erstmal wieder anziehen. Williams drittletzte Kraft. Ja gut, 2013 und davor war das gar nicht mal so abwegig. Und in den letzten Jahren sind sie auch eher weiter nach hinten gegangen. Männer auf der 4 sieht immer noch sehr seltsam aus. Die haben doch gar kein Geld. Wie konnten die denn entwickeln? Wir könnten schon das nächste Teil anschieben, aber ich will nicht mit der Treibstoffeffizienz als nächstes rangehen. Ich würde... Ja, entweder hier das Chassisgewicht oder den Abtrieb, den würde ich am liebsten als nächstes verbessern oder dann eben den Luftwiderstand. Der Abtrieb ist nun mal unser größtes Steckenpferd. Ich lasse jetzt einfach mal vom reinen Entwicklungsgedanken die Treibstoffeffizienz bei dem größten Steckenpferd einfach mal weg. Hier haben wir auch noch nicht wirklich reingeschaut, das ist mir dann beim Saisonwechsel aufgefallen. Motor nach oben. Auf einer Stufe mit dem Abtrieb mittlerweile. Genau. Was man eigentlich mal machen müsste, um das wirklich nachvollziehen zu können. Wann immer auch die Konkurrenz ein Update macht, müsste man sich einfach mal für jedes Team ein eigenes Tabellenblatt anlegen. Was haben die an welchem Rennen, Wochenende verbessert und wo stehen die eigentlich? Und dann, wenn man ein Team übernimmt, wenn wir zum Beispiel in Australien ein anderes Team genommen hätten, und ich mir alles die Saison über genauestens aufgeschrieben habe, wer hat sich was irgendwo wie verbessert. Und wenn das dann übereinstimmt, das wäre schon nicht schlecht, weil das wäre 1:1 so, wie es nun mal verständlich wäre, Entwicklung, wie sie angesagt ist. Na, aber erstmal gehen wir weiter. Das sind wieder Gedanken, wo man sich denkt, ja, schummelt das Spiel oder nicht? Betrügt es ein oder nicht? Mehr Schein als Sein. Dann... Die Gelben sind jetzt dran. Die Einstellung stimmt noch bei den Bremsen, ja. Und dann geht's los. Start. Ja, rausfahren. Hab schon zur Flasche gegriffen. Bin ich mal gespannt, was Ericsson hier heute... Oh, was ist denn das, der Industriesmog? Bin mal gespannt, was Ericsson hier heute mit dem sauber rausfahren kann. Mit der Verbesserung. Mit der Wagenleistung. Schön über Kreuz. Hast du gerade die Bremskraft ver... Der hat doch gerade eben... die Bremsverteilung geändert. Das hätte doch man hätte das Team in der Box machen müssen. Man kann mir nicht sagen, dass bei der ganzen Elektronik heute, auch wenn es dafür einen Hebel gibt, einen mechanischen, dass das der Fahrer unbedingt machen muss.
Das wäre viel zu uncool, viel zu unfortschrittlich. Nee. Mir schmiert der vordere linke Reifen wieder ab und dabei habe ich jetzt gar nicht so stark angebremst. Na gut, die Tendenz ist eher auf die Vorderrad. Auf die Vorderräder gesetzt beim Bremsen. 62% im Gegensatz zu 60 vor einer Runde. Aber mal gucken, wie das Gefühl ist, wenn ich dann zum Beispiel am Ende von Start-Ziel anbremse oder auch danach dieser Geraden hier. Ich finde, es wird immer gesagt, Bahrain ist ja zu mehr als 3/4 eine Höchstgeschwindigkeitsstrecke. Ja, es gibt 3, 4 längere Geraden, eine ganz besonders, die Start-Ziel-Gerade, aber die vielen Kurven und teilweise auch schnellen Kurven hin zum letzten Sektor. Ich würde sagen, Abtrieb ist hier fast gleichwertig wichtig. Etwas weniger als die Höchstgeschwindigkeit, aber überhaupt nicht zu verachten. Scheiße, ey. Mehr Bremse auf der Vorderachse, das muss ich wieder rausholen. Zeitlich passt es ja noch. Da muss ich jetzt aber ganz lieb zu den Reifen sein und da kommt dann noch eine hängende Linkskurve, oh Gott. Immerhin näher ich mich gerade dem Grün. Schon wieder weggesprungen. Dann lasse ich den Wagen hier mal gar nicht rutschen. So, jetzt geht's gleich auf die Reifen und ich habe Rückstand gehabt. Oh, oh, jetzt. Sehr seicht. Verbrennt keine Reifen, verbrennt aber Zeit im negativen Sinne. Eine Viertelsekunde, die kann ich noch rausholen, aber ich muss gleich nochmal auf die Reifen gehen. Ich habe ja etwas. Laut Anzeige über. Zu viel Reifen soll es nicht sein. Jetzt bin ich fast wieder im roten Bereich. Hoppala. Okay, seitlich schaffe ich es nicht mehr und aktuell bin ich auch noch im roten Bereich, was die Reifen angeht. Da habe ich die erste Kurve einfach zu sehr verschlafen. Da musste ich dann einfach im weiteren Verlauf der Runde zu viele Kompromisse eingehen. Mir einfach mal die Ressourcenpunkte rauszuschlagen. Jeff sagt eigentlich überhaupt zu wenig, hallo? Zeitlich passt es wieder. Hier bleibt das Heck immer schwierig. Ah, Jeff. Zwei Zehntel Vorlauf waren es gerade eben. Genau, der Randstein, da war was. Da ist Vollgas drauf nicht drin. Schon wieder im roten Bereich. Ey, wer schaltet denn den ersten? Doof, Mann. Also ich. Kaum geht man hier wieder mehr ein, schon schwinden einen die Reifen. Fast eine halbe Sekunde Rückstand, schlimmer als vor einer Runde. Ich habe noch viele Reifen über. Grünen Bereich, Reifen verbraten. Oh, Zeit verbraten, jetzt kommt's Kies. Gut, das wird nichts mehr. Auch die zweite Runde wird rot, scheiße. Ich hoffe, jetzt habe ich genug Erfahrung gemacht und kann dann in der nächsten Runde entsprechend endlich mal was liefern. Jeff sagt ja gar nichts dazu zu der Leistung. Hey, kommt schon wieder. Zeitlich und reifentechnisch passt es noch. Liebend gern hier den dritten Gang. Weg mit den Reifen.
Noch mehr weg und schon wieder im roten Bereich angekommen. Kaum fange ich an zu bremsen, schon gehen die Reifen in den Keller und die Zeit verschwindet. Klar, der Reifen ist nicht wirklich stehen geblieben, aber die Zeit ist geschmolzen. Den minimalen Vorsprung, den ich mir da rausfahre, der geht ja gänzlich weg. So, hier gut reingekommen. Zeitlich kann es noch was werden. Darf ich das Heck jetzt nicht verlieren? Jupp. Erstmalig was Akzeptables eingefahren. Das Tempo ist gut und die Reifenabnutzung in der letzten Runde war auch okay. Jeff meldet sich gleich mal. Zu den. Das kostet jetzt Zeit. Und auch Reifen. Bin wieder zu schnell rein, deswegen der zweite Gang. Wagen schwimmt. Jetzt habe ich meine Viertelsekunde hier Vorsprung. Ich glaube, so viel wie noch nie. Noch grün. Ist auch erstmalig hier. Ja, ich fetz mich mehr rein. Also im vierten Gang hier auf keinen Fall rein. Dann muss der dritte her. Oh, ich komme zu weit außen. Oh Mann. Ich habe noch Zeit, ja, aber das musste nicht sein. Zumal es ziemlich viel Reifen gekostet hat, was schlimmer war. Wird wieder nur maximal grün, oder? Der Zeitvorsprung ist jetzt nicht so groß, dass er die Reifen ausgleicht, genau. Wird innen wieder, Mann. Heck. Jetzt stehe ich zwar gut auf der Bremse, aber der Reinstein passt dafür gar nicht mehr. Schon wieder die Hinterachse stehen geblieben. Also es war etwas sauberer vor einer Runde über den Randständer rechts. Ich kann ja auch mit den Gängen etwas bremsen. Allerdings der erste Gang jetzt Mucks. Dreiviertel Sekunde Rückstand. Ich habe noch genug Reifen, ja. Ich werfe einfach mal alles rein. Na, zeitlich kann es noch aufgehen. Zeitlich geht's noch auf. Ja, wunderbar. Runde noch gerettet. Naja, sehr gut nicht. Das war jetzt wieder zu viel. Dafür hat der Scheitelpunkt gepasst. Komisch, wie ich da fahre. Entweder oder. Niemals und. Ups, zu viel anstellen. Aber der gelbe Reifen ist soweit wieder super.
Eine Sekunde Vorsprung, was ist denn hier los? Und zwar habe ich mich zu sehr auf die Gänge verlassen. Reifentechnisch passt es gar nicht mehr. Eine Dreiviertelsekunde Vorsprung. Vor einer Runde sah es genau andersrum aus. Da war ich voll im lilanen Bereich. Seitlich im Auge behalten und die Reifen jetzt lieb haben. Reifen lieb haben, nicht zu weit außen fahren. Die Reifen werden nicht mehr. Scheiße. Kann ich die mit zu viel Vorsprung wieder ausgleichen? Ich glaube nicht. Wenn ein was rot ist, dann kannst du es vergessen. Nicht gut. Jetzt war ich etwas zu früh auf der Bremse. Der Scheitelpunkt hat wieder gepasst. Zeitlich wieder. Dann mal ranhalten. Und hier wieder den Mittelweg gehen. Der kostet aber viel Reifen, weil das kein Mittelweg war. Zeitlich bekomme ich das noch alle mal hin. Die Reifen sind immerhin grün. Und kein einziges Mal lila. Dabei ist das hier gut möglich. Drei rote und drei grüne Punkte. So, jetzt brauche ich wieder ein paar Reifen. Die Zeit habe ich erstmal im Griff. Jetzt darf ich die letzte Kurve nicht verbremsen. Wir haben noch Benzin für etwa vier Runden. Reifen kommt mal zu mir. Scheiße, bin im roten Bereich. Mist. Na wo, grün? Ist doch grün, oder? Wir haben unsere Programmziele nicht erreicht. Komm zurück und sieh dir die Daten mal an. Wenn wir Zeit haben, führen wir das Programm nochmal aus. Das ist Ericsson. Hoppa, komm, fahr mal vorbei. Bin eh grad fix und fertig. Auf der 4. Ich bin allerletzter. Fahrer vor mir. Neun Zehntel. Angenähert im Vergleich zu T1. Endlich mal hier frei fahren. Ich komme jetzt erstmal rein, dann fahren wir in T3 weiter. Nochmal werde ich hier das Reifenmanagement nicht fahren. Ist mir heute einfach zu viel Kleinkram. Ich will lieber dann noch mehr Spaß auf der Strecke sammeln, was ich hier gerade wieder gut mache. Ich hatte mal zwischendurch 2,6 Sekunden Rückstand. Und dann habe ich erstmal nicht so halbwegs gut angefangen, hier auf Zeit zu fahren. Dann habe ich eine Sekunde gewonnen in diesem kleinen Abschnitt. Das ist ja schön für P4. Deswegen sehe ich mich hier noch auf einen ganz guten Schritt. Aber mal sehen, wie sich das an diesem Rennwochenende noch so zeigen mag. Steht er hier im Weg, ey, toll. Und das Doofe ist, ich kann mich nicht mit irgendwas beschäftigen. Ich kann zugucken, ja, aber ich kann Jeff nicht fragen. Ich kann zwar aufs Lenkrad drücken, aber es passiert nichts. Aber ich kann zum Beispiel auch nicht das Infofeld wollte ich jetzt sagen. Ich kann nicht die MFA öffnen. Das ist doof. Und wir haben einen Zeitrückstand. Die Delta-Zeit. Oh.
Chip uns mal rein. Ja, also zeitenmäßig waren die Runden soweit alle in Ordnung. Gut, die ersten zwei waren wirklich grauenhaft in allen Belangen. Aber mit den Reifen hat es dann überwiegend einfach nicht funktioniert. Meistens ist es ja eher so, dass ich die Reifen gut am Leben lasse und eher die Zeit verachte. Bahrain hier heute einfach mal anders. 43%, ey. Boah. Gut, ich habe viele Reifen liegen lassen. Ja, es stimmt schon, es stimmt ja schon. Na gut, weiter. Jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,38,8. Dieser Ericsson. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Raikkonen, Ricciardo und Lewis Hamilton. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. 1,1 Sekunde und wieder ist Ericsson zwischen den beiden Männern. Ressourcenpunkte. Die 500 werden es nicht werden. 5 Punkte Abstand. Los. Zwei angefahrene. Das passt. Also die Bremskraftverteilung ist soweit in Ordnung. Ich überlege mir gerade, im Cockpit kann ich ja bloß 2er-Schritte umstellen. Vielleicht sollte ich mal auf 61 gehen. Ist jetzt kein so großer Unterschied. Es wäre also sehr ratsam, die Qualifying-Tempo-Auswertung durchzuführen. Wir werden dadurch aber wer weiß. Ja, ja, Jeff, wir machen schon das Qualifying-Tempo, was du gerade angesprochen hast. Muss ich heute mit 2 Wageneinstellungen fahren? Nee, da war ja was von Reifenmanagement die Rede. Jetzt fahren wir auch die Qualifying-Reifen. Die gelben haben sich super fahren lassen. Oh, wie umgegriffen hat in der Kurve. Oder rübergegriffen hat. Die gelben haben sich super fahren lassen, aber die gehen ganz schön in den Keller. Zum Glück gehe ich hier nicht auf Weicher. Das wäre zu weich. Am Rand schon ein Bremsen ist blöd. Mit dem roten ist der zweite Gang auf jeden Fall zu niedrig. Und zuletzt war das Qualifying-Tempo so gar nicht meins. Vielleicht kann ich heute damit irgendwie was ausgleichen. In Bezug auf T2. Die Reifen sind ja wirklich zuckersüß. Damit lässt sich der Wagen schön um die Ecken bringen. Zack kommt hier gar nicht rum. Im 7. Gang kann ich hier sogar etwas länger bleiben. Sehr schön. Upsa, etwas zu viel des Guten. Hinter uns und vor uns ist niemand. Schön. Na dann, auf in ein rotes Qualifying-Tempo. Sag ich jetzt einfach mal so. Das Ganze etwas unterbuttern. Reifennutzung kann mir ja egal sein. Etwas zu weit außen gefahren. Knappe Viertelsekunde Vorlauf. Nicht zu verdienen, das ist ja auch doof natürlich. Ja, zu weit.
wie der Reifen rummuckt. Halbe Sekunde, es ist noch möglich. Schön rumgekommen. Jetzt verliere ich dann doch wieder Zeit. Ich hätte jetzt eher gedacht, hier muss dir was rausholen. Ja, aber mache ich gerade nicht. Deswegen wird das ja nichts in der ersten Runde. Nicht auf grün. Nee. Dann die nächste Runde, aber grün ist hier locker drin. Schneller dritter Sektor. Das war doch jetzt mal gut. Das eher weniger. Zwei Zehntel Vorlauf. Obwohl, der zweite Gang fühlt sich ja echt super an. Darfst halt bloß nicht zu sehr auf die Tube drücken. Dann wird das schon. Sollte das gleich wieder rot, oder? War in der letzten Runde ja so. Nee, bleibt grün. Okay. Immer noch. Ah, grün. Aber das wird schon wieder. Keine halbe Sekunde, die ich hier Rückstand habe. Zu früh angebremst. Mann, es kostet. Durch die schnellen Kurven hier. Jetzt wird es doch nochmal richtig eng. Boah, 13, das kriege ich nicht mehr hier raus. Nee. Oh Mann. Wenn wir diese Zeit nicht verbessern können, sollten wir das Programm wiederholen. Jetzt habe ich hier sogar Rückstand. Zu viel Randstein. Oh, so weit hin. Nee, ich brauche hier Vorsprung. Fühlt sich überhaupt nicht rund an, was ich in dieser Runde hier fahre. Ist ja auch nicht rund. Punkt. Sechs Zehntel Rückstand. Hm. Wahrscheinlich platzt der Knoten dann erst wieder in der letzten Runde im Qualifying. Okay, ich komme die Runde rein. Spare etwas Reifen. Die sind schon abgenudelt genug. Und wir fahren es mit diesen Reifen gleich nochmal. Also es waren jetzt in der zweiten Runde 180.000stel, die mir gefehlt haben. Sollte ja wohl drin sein. Und was war es nach der zweiten Runde mit den 180.000stel? Platz 17 wird damit erwartet. Mit dieser Zeit. Die Erwartung vom Team ist eine andere. Wir kommen da hinten an. Ein Honda. Habe ich gar nicht gehört. Sonst machen die sich doch immer bemerkbar. Also die Rundenzeit, ach, jetzt kann ich wieder nicht nachfragen. Nachschauen gar nicht. Die Rundenzeit wird wohl die beste sein bisher in diesem Rennwochenende. Aber beileibe nicht gut genug und ich werde sie doch wohl hoffentlich im Qualifying wieder unterbieten. Heizdecken drauf machen, ja, aber die ganzen Gummiwurzeln da, die machen sie vorher nicht ab. Die packen sie jetzt schön fest.
Beste Zeit 1:36,3. Da sind wir noch gar nicht gefahren. Die Reifen sind noch am weichesten. Der Wagen war fett. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1:36,3. Und damit erwarten die Platz 17 mit dieser Rundenzeit. Und Ziel ist Platz 15. Na, viel fällt nicht. Was liegt bei den Teamzielen vor? Sektor 3 kam vorhin. Sektor 2 und Reifenmanagement. Oh, minimale Reifenabnutzung. Rausfahren. Alles fertig, wir sind bereit. Nicht alles fertig. Wir sind nicht fertig. Also ich. Hier hinten ist schon die Beleuchtung an. Bei der Tribüne. Unterm Dach. Das Safety Car steht schon bereit. Soll schön bleiben, wo es ist. Kommt jemand schnelles an? Nö. Es will gar keiner ankommen. Dann simuliere ich gerade wirklich das Qualifying. Die schnellste Zeit, womöglich, hoffentlich, dann wieder mit den ältesten Reifen. Man kann mir nicht sagen, ich bereite mich schlecht vor. Ich simuliere schlecht für das Rennwochenende. Ich mache es eigentlich genauso wie immer. Oh, hinter uns. Ah, mit gelben, oder? Mit gelben Reifen. Der ist niemals mit roten langsamer. Mm-mm. Der Nummer 1 Fahrer. Nee. Außer er hatte ziemlich viel Verkehr und Fahrfehler drin. Ich tippe eher auf Verkehr. Wobei die hier auch gerne mal die Reifen stehen lassen beim Anbremsen. Haben wir in der Rennwiederholung schon des Öfteren beweisen können. Na egal. Jetzt schaue ich wieder auf mich selbst. Ich habe ja ein Ziel. Das wäre damit auch T2 mit Platz 15. Der Ausgang auf die schnelle Runde war schon mal nicht so toll. Und zu weit außen. Viertelsekunde Vorlauf. Nicht der Randstein. Schwarzener dran. Ging noch gut, aber Schwarzener dran. Zu früh Vollgas. Zu viel Randstein. Mann, ich hatte Vorlauf, jetzt habe ich Rückstand. Eine Dreiviertelsekunde, ne. Mann. In der schnellen Kurvenabfolge habe ich verdammt viel Zeit verloren. Gut, da wo es schnell sein muss, wo es in schnellen Kurven durchgeht, da brauchst du Reifen. Ohohoho. Nehme ich jetzt mal Schwung mit für die nächste gezeitete Runde. Bin sogar schneller als die Zeit oben. Nicht an unsere Zielzeiten heran. Lass uns nachsehen, wo wir noch etwas Zeit rausholen können. Jetzt bleiben mir schon die Vorderreifen nicht stehen. Das sind auch nicht mehr die jüngsten. Jetzt habe ich hier eine Viertelsekunde Rückstand. Ich müsste eigentlich genau das als Vorsprung haben. Also effektiv eine halbe Sekunde Rückstand. Und das zu Beginn der Runde schon. Nee, ich komme hier nicht mehr rum. Muss da im fünften Gang lüpfen. Das geht gar nicht.
Ne, es wird nichts mehr mit Qualifying Tempo. Außer ich reiße in der allerletzten Runde noch was, aber glaube ich nicht dran. Zu schnell runtergeschalten. Kann mir zwar beim Verzögern helfen, aber es macht den Wagen verdammt instabil. Kommen ja auch schon das Säcke, die Reifen sind viel zu alt. Habe ich zwar auch in Australien gesagt, aber hier wird das wohl nochmal eine richtig tragende Rolle spielen. Ich fahre die letzte Runde auch nochmal. Probieren kann ich schaden. Aber so doll wird es bestimmt nicht. Verbessern wir auch nicht. Damit mir die Reifen nicht stehen bleiben, muss ich schon Kompromisse beim Anbremsen machen. Starke Kompromisse. Das war kein Kompromiss. Es stand jetzt zwar etwas besser als letzte Runde, aber das reicht nicht. Der vordere Linke, der gibt auf. Der macht's nicht mehr mit. Boah, 37 vorne rechts und vorne links 59. Den Bremsdruck werde ich nicht weiter runtersetzen. Der ist schon angepasst. So, orangener Bereich. Außer der vordere rechte sind alle um die 60% und der freut sich so bei ja, fast 40% noch. Ein Ast ab. Also mit den Reifen könntest du im Rennen nichts mehr reißen. Es wäre auf jeden Fall überzogen. Die Reifen sind so gesagt einfach zu uns. Also mit der schnellsten Zeit Platz 17, 1, 36, 3, 8, 5. Kann ich mir auch gleich mal wieder notieren. Mache ich ja gerne. Der Ubisoft Store wünscht mir ein frohes neues Jahr. Hallo MG96 SP99, vielen Dank, dass du uns 2016 die Treue gehalten hast. Das ist ja nett. Warum schreibt Codemaster sowas nicht? Was hatte ich gesagt? 1, 36, 385. Und 36, 385 ist notiert. Dann... Unsere beste Runde 37, 36,3. 8,5, Jeff. Wenn schon, dann richtig. Der Rest, abgesehen von den zwei Reifensätzen, ist noch frisch. Tja, schade um die Ressourcenpunkte. Ich will nochmal kurz schauen... Nee, was hatte ich bei der Flügeleinstellung? 6,3. Hinten deutlich weniger als vorne und 6. Ja, beim Sauber will ich da auf 6 gehen. Genau. Und ich belasse es mal bei den 61% auf der Vorderachse. 15. Platz, Ziel, geschätzt 17. Die Zeit ist noch die gleiche. Dann Rossier. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Vettel, Rosberg und Jensen Button. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Ericsson doch auf den Roten. Dann ist er nicht so schnell gefahren, wie er konnte. Kann ich mir nicht vorstellen. Williams ist ja
auf dem drittletzten Platz gelandet, der wo ist denn Bottas? Der finde schon auf Mercedes-Spur. Nee, auf der 8. Keine Vorfälle. Nicht von mir, nicht von anderen. Hier geht's ja zur Sache, oder? Oder auch nicht. Bahrain letzte Saison hat sich deutlich anders als zuvor Australien angefühlt. Das war aber auch noch ein ganz anderer Zeitpunkt, denn da war das Spiel einfach noch ziemlich frisch und ich habe mich nach dem ersten Rennen ganz gut gesteigert. Ich habe einen guten Satz Erfahrung mitgenommen. Und dementsprechend fällt meine Begeisterung hier in der Wüste heute kleiner aus. Was ich von Ericsson in T3 halten soll, weiß ich auch noch nicht so recht. Wo nichts Gutes. Aber das werden wir bald sehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.